Türken sind keine Kanaken, Araber sind keine Kanaken, Armenier sind keine Kanaken. Wir alle in Berlin und überall anders kennen Kanaken. Das sind die Leute, die überall zu jeder Zeit Sonnenblumenkerne fressen, um dann die Schale sofort wieder auszurotzen. Es gibt einige Leute, die sind so talentiert da drin, die bauen Sandburgen damit. Der Louvre. Wisst ihr noch, vor 2 Jahren, als Corona losging und auf einmal magisch alle U-Bahn-Türen von alleine aufgingen und wir Berliner da standen und so, was, das war schon immer möglich? Was zur Scheiße ist denn das? Ich muss seit Jahrzehnten diesen Siffknopf anfassen, oder wie? Und jetzt, psch, das ist eine abgefuckte Scheiße! Unser Internet ist scheiße, aber wir haben schon gewisse Limitationen. Es gibt Seiten, wo du anklicken musst, dass du kein Roboter bist. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das gemacht habe, war mein... Das ist ein Riesenproblem in diesem Land, ja? Roboter surfen das Netz illegal? Anstatt unsere Autos zu bauen, gucken die Roboter-Pornos im Netz? Das ist alles, was wir dagegen machen? Irgendwie anklicken? Das schaffen die nicht so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wie macht man jetzt? Das hat man uns nicht beigebracht. Du klickst da an dieses Ding und dann kommst du auf eine neue Seite und dann hast du ein Bild und dieses Bild ist unterteilt in verschiedene Kacheln. Und über dem Bild steht, bitte geben Sie an, auf welcher dieser Kacheln eine Ampel zu sehen ist. Und wie oft ist es vorgekommen, dass sie davor sagt und dachte, oh scheiße, oh shit, oh fuck. Ist diese Kachel jetzt Teil der Ampel oder nicht? Oh mein Gott, ich will da nur noch kommen, bevor der Lieferantenfahrer da ist, komm schon!